Inside Campus Wieselburg. Der Podcast von Studierenden für Studierende. Hallo und herzlich willkommen zu Mein kleines Business Talk. Mein Name ist Caro und ich darf euch gemeinsam mit meiner Kollegin Birgit, hallo, im Namen unserer Projektgruppe Mein kleines durch die heutige Podcast-Folge führen. Kurz zur Erklärung, wer sind wir überhaupt? Wir vom Mentee Mein kleines sind eine Gründergruppe der FH Wiener Neustadt Campus Wieselburg. Und wir beschäftigen uns im Zuge des Projektjahres, also unserem letzten Jahr des Studiums, damit, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, bei dem wir den Babybody-Markt auf nachhaltige Art und Weise revolutionieren wollen. Anders als die anderen Projektgruppen unseres Jahrgangs haben wir uns den Auftrag selbst gestellt. Und unsere Idee ist es, nachhaltige und fair produzierte Babybodies in geschlechtsneutralen Farben im Abo-Modell anzubieten. Und in weiterer Folge soll es dann auch ein sogenanntes Pre-Loved-Modell geben, wo die Babybodies zurückgeschickt werden können, wieder aufbereitet werden und so die Lebensdauer von den Bodies verlängert werden. Genau, und auf diese Weise wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, eine nachhaltigere Zukunft für die Kleinen von morgen zu schaffen. Genau, und im Zuge der heutigen Podcast-Folge wollen wir euch ein Stückchen mitnehmen auf unsere Gründerreise zu dem Planeten Mein Kleines. Um euch spannende Einblicke in die Gründung eines Modeunternehmens zu geben, haben wir uns heute die Unterstützung von der Expertin Lisa Moore geholt. Gemeinsam wollen wir heute über nachhaltige Materialien in der Babymode sprechen und uns dann noch den ein oder anderen Tipp für die Gründung einholen. Es wird sich um Themen drehen wie, warum gerade bei Babys die hochwertigen Materialien so wichtig sind und woran man diese erkennt. Und außerdem wollen wir darüber reden, wie man sich in den Zertifizierungsdschungel zurechtfinden kann. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an dich, Lisa, dass du die Zeit gefunden hast und mit uns ein bisschen Licht in das große Universum bringst. Vielleicht stellst du dich am besten noch kurz vor, damit die Zuhörerinnen mit dir reden können. Ja, hallo, vielen Dank. Freue mich, dass ich da sein kann und mit euch über faire Mode diskutieren kann. Was bin ich? Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Fachhochschule Wiener Neustadt am Campus Wieselburg. Bin im Institut für Nachhaltigkeit angeschlossen und darf im Studiengang Green Marketing die Green Economy verantworten und bin natürlich dafür auch sehr stark im Kern für die Fair Fashion zuständig. Warum? Ich habe vor mittlerweile fast 15 Jahren Österreichs erstes Fair Fashion Label gegründet mit drei anderen Kollegen und Kolleginnen gemeinsam, und wir haben eigentlich in der Modewelt ziemlich erste Schritte gesetzt, weil die Modewelt war damals eigentlich ganz wenig von Nachhaltigkeit noch durchdrungen, und wir haben wirklich den Einzug der Nachhaltigkeit in die Modewelt wirklich von der ersten Stunde an erlebt, wo eigentlich noch ganz, ganz wenig vorhanden war. Und es ist sehr, sehr interessant zu beobachten, was sich in der letzten Zeit alles getan hat, und ja, darüber reden wir vielleicht heute. Genau, perfekt, vielen Dank. Dann schlage ich gleich vor, verlieren wir keine Zeit und starten gleich los in das Thema. Lisa, du hast ja, wie wir gerade gehört haben, schon einige Jahre Erfahrung in der Fashionbranche und hast auch bereits eben ein Modeunternehmen gegründet. Und daher würde es uns erstmal als Einstieg in das Thema interessieren, was für dich Nachhaltigkeit in der Mode bedeutet und warum du glaubst, dass Nachhaltigkeit gerade bei der Babymode so wichtig ist. Ja, da muss ich ein bisschen von vorne anfangen. Ich versuche es kurz zu halten. Mode ist, würde ich sagen, nach den Lebensmitteln und nach der Kosmetik das Medium, was uns Menschen am nächsten am Körper, am nächsten auf unserer Haut ist. Ja, wir haben Mode nahezu 24 Stunden am Tag an. Wir leben mit Mode, beziehungsweise wir leben mit Textilien. Und es ist total absurd in Wahrheit, wenn man darüber nachdenkt, dass wir Kleidungsstücke tragen, die eigentlich giftig sind oder die Giftstoffe enthalten. Und es ist total absurd, dass das heute im Zuge der Nachhaltigkeitsdebatte, im Zuge der Klimakrise überhaupt noch legitim ist und erlaubt ist. Es ist, in Europa haben wir Standards, die längst giftige Stoffe verbieten, wie Nonylphenole, Toxylate oder Formaldehyde oder was auch immer. Da haben wir ganz strenge Gesetze, aber Textilien, die von Asien importiert werden, die dürfen im Grunde diese
diese Giftstoffe noch enthalten. Und umso schlimmer ist es bei Babymode. Es gibt da Untersuchungen, wo wirklich Stoffe drin sind, die absolut schädlich sind für Kinder oder Babymode. Und das ist nach wie vor legitim. Und das ist was, was mich total wütend macht und wo ich einfach dann als Unternehmerin, aber natürlich auch als Lehrende am Campus versuche, dass wir uns über das dessen bewusst werden, ja, als Konsumenten und Konsumentinnen. Wir können da sehr, sehr viel tun und wir können mit unseren Kaufentscheidungen tatsächlich entscheiden, welches Zeug zu uns am Markt kommt und verkauft wird und welches eben nicht verkauft wird. Das ist schon auch eine Entscheidung von uns Konsumenten und Konsumentinnen. Wir sind da voll deiner Meinung. Und so haben wir uns auch sehr viel mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und wir glauben auch, dass es gerade in unserer Verantwortung liegt, für die nächsten Generationen ein genauso schönes Leben bzw. ein Umfeld zu bieten. Und deswegen haben wir uns damit auch bei unserem Unternehmen beschäftigt. Und das Ganze wird auch viel größer und je größer und wichtiger es wird, desto undurchsichtiger wird es. Und deswegen würden wir gerne jetzt auch mal wissen, was eigentlich so genannte nachhaltige Materialien sind oder wo man sich überhaupt erkennen kann, wenn man die jetzt auf dem Markt eben kaufen möchte. Das ist eine große Frage und ein großes Thema, weil gerade in der Textilbranche oder in der Modebranche, die ja wirklich am globalen Beschaffungsmarkt extrem verwoben ist und aus vielen, vielen Komponenten besteht, die ja überall her gesourced werden, aus allen Teilen der Welt, ist das Thema natürlich ein sehr, sehr komplexes. Und ich bin der Meinung, dass man nicht sagen kann, das Material oder das Material, es gibt nicht das eine Material, was das Beste ist, sondern es gibt ein paar Materialien und ein paar Herstellungsmethoden, die viel, viel besser sind als viele andere. Ganz, ganz allgemein, wenn ich es wirklich auf 2, 3 Punkte herunterbrechen müsste, würde ich sagen, jedes Material, was erdölbasierte Stoffe oder kohlebasierte Stoffe in sich trägt oder auf Basis dessen hergestellt wurde, ist einmal grundsätzlich abzulehnen in unserer heutigen Zeit. Ja, also das sind alles zum Beispiel Materialien aus Polyester oder sonstigen Kunststoffen. Das zweite sind natürlich die Stoffe, die in die Umwelt gelangen bzw. die Mikroplastik enthalten und genau dieses Mikroplastik durch jeden einzelnen Waschvorgang über unsere Waschmaschinen, ins Abwasser, in unsere Meere und letztendlich in unsere Nahrungsmittelkette wieder zurück eingespielt wird. Also dieses Mikroplastik, da ist auch PET-Flaschenverwertung zum Beispiel für neue Textilien für mich abzulehnen, weil da Mikroplastik, neues Mikroplastik in die Abwässer gelangt. Und was auch ganz, ganz wichtig ist im Sinne der Kreislaufwirtschaft, wenn wir überlegen, dass wir Materialien ja eigentlich heute wiederverwenden wollen und nicht verbrennen wollen, dann ist es ganz, ganz wesentlich, dass wir von den Mischgeweben wegkommen, dass wir sortenreine Materialien haben oder zumindest Materialien, die zusammenpassen in der Wiederverwertung. Mhm. Also das wäre auch wichtig, dass nicht ein Polyester zum Beispiel mit einer Baumwolle im Faden kombiniert wird, weil das ist halt ganz, ganz schwer zu trennen im Moment noch. Ja. Also in diesem Themenkomplex sind natürliche und synthetische Materialien oder natürliche und regenerative Materialien, wie zum Beispiel Zellulose aus Bambus oder sonstigen Holzstoffen, Baumwolle, tierische, pflanzliche Stoffe oder Fasern okay für mich, aber alles, was aus Erdöl und Kohle kommt, ist natürlich absolut abzulehnen. Mhm. Ja, weil wir jetzt über die Materialien geredet haben. Die Materialien sind eben auch eines der Kernpunkte bei uns im Geschäftsmodell. Für uns ist es nämlich besonders wichtig, dass wir nicht nur hochwertige Materialien bieten, sondern eben auch nachhaltige. Und das knüpft genau auch bei diesen, was du eben schon genannt hast, eben sehr, sehr viele Sortenreihen Materialien an. Deswegen ist es auch besonders wichtig, dass man eine ganz besondere Materialauswahl trifft, gerade bei Babybodies, weil das direkt hautnah anliegt. Und wir haben auch durch Recherchen bei uns bezüglich des Geschäftsmodells haben wir auch erfahren, dass halt Babys oder recherchiert, dass Babys eben eine 5-mal so dünne Haut haben wie Erwachsene. Und das kann natürlich dazu führen, dass Schadstoffe und Inhaltsstoffe noch schneller in die Haut gelangen oder von der Haut aufgenommen werden. Und dadurch können natürlich Hautkrankheiten entstehen, was natürlich jeder Elternteil vermeiden möchte. Und weil wir eben jetzt auch bei den nachhaltigen Materialien sind, stellt sich natürlich auch die Frage, wie man diese überhaupt erkennt, ob es halt gerade in der Mode gibt es halt viele
Zertifizierungen, mittlerweile sehr viele undurchsichtige Zertifizierungen, und wodurch auch die Verwendung von den sogenannten Zertifizierungen bzw. den sogenannten nachhaltigen Materialien, das wird auch schnell undurchsichtig und man weiß eigentlich gar nicht mehr, wem und oder welchen Informationen man trauen kann. Was sagst du dazu? Wie kritisch sollte man bei solchen Zertifizierungen sein, beziehungsweise auf welche Zertifikate kann man zählen, beziehungsweise welche sind vor allem in der nachhaltigen Mode zu finden? Also ich bin grundsätzlich eine Befürworterin der Zertifikate, weil das einzige Mittel ist, mit dem man als Unternehmen beweisen kann, mehr oder weniger, was drin steckt. Ein Zertifikat hat, wenn es ein richtiges, authentisches und legitimes Zertifikat ist und nicht ein hausgemachtes aus der Firma, dann hat es gewisse Grundkriterien. Es darf gewisse Chemikalien oder Stoffe eben nicht enthalten. Es muss teilweise auch unter gewissen sozialen Bedingungen, wie im Fairtrade-System, zum Beispiel auch gearbeitet werden, es müssen Mindestgehälter gezahlt werden, es müssen Urlaube und Krankenpflege auch selbstverständlich sein und so weiter. Also es gibt gewisse Zertifikate, die wirklich wichtig sind für mich und wo ich als Unternehmen den Kunden und Kundinnen gegenüber Glaubwürdigkeit vermitteln kann. Missbrauch gibt es immer, keine Frage. Ja? Aber diese Standards sind zumindest ein Regelwerk, wo ich sagen kann, ich kann beweisen, dass ich unter diesen Bedingungen arbeite. Natürlich, der Siegeldschungel ist allgegenwärtig und viel diskutiert. Warum? Weil es leider keine Regeln gibt, welche Zertifikate welche Mindeststandards haben müssen und weil es einfach ganz viele Unternehmen gibt, die sich selbst irgendwelche Zertifikate geben und sie erfinden. Ja, das sind dann schöne Brands und Marken eigentlich, aber es ist nicht wirklich ein weltweit anerkanntes Zertifikat. Und das zu unterscheiden von Konsumenten und Konsumentinnen ist natürlich wahnsinnig schwierig. Da empfehle ich immer, schaut zum Beispiel auf die Clean Clothes Campaign. Die Clean Clothes Campaign gibt einen Führer, ein Ranking von Zertifikaten raus. Das ist eine NGO, die wirklich ernsthaft und tiefgründig in der Textilwirtschaft, Industrie Recherche betreibt, die glaubwürdig agieren, die von uns unterstützt werden können. Mit jeder einzelnen Unterschrift können wir diese Arbeit unterstützen und die geben Führer raus und machen Empfehlungen, welche Zertifikate jetzt wirklich qualitativ hochwertig sind oder nicht. Ich würde sagen, für mich sind eine der höchsten Zertifikate zum Beispiel ein Fair Trade Label gemeinsam mit einem IVN Best oder gemeinsam mit einem GOTS Zertifikat, weil da sind sowohl soziale als auch ökologische Kriterien in einem sehr hohen Level verankert. Es gibt andere Zertifikate auch noch, aber wie gesagt, es gibt einige wenige, die sehr, sehr gut in der Kombination sind und die wirklich diese gesamte Triple Bottom Line oder die gesamte Nachhaltigkeit im sozialen und ökologischen Bereich gut abdecken, da würde ich einfach auf diese Führer vertrauen. Ja. Also zum Beispiel Clean Clothes, aber auch die Greenpeace hat mit den Detox-Kampagnen, die man nachrecherchieren kann im Internet, zum Beispiel Babykleidung untersucht, wo sie ganz, ganz unglaubliche Erkenntnisse und Ergebnisse hervorgebracht haben, wie viel Gift wirklich in Babykleidung drin ist, was eigentlich längst verboten ist. Man glaubt es ja gar nicht. Ja. Also NGOs kann man in dem Bezug schon glauben und da auch folgen und da gute Informationen sich holen. Ja, also es ist ein wahnsinnig spannendes Thema und da kann man, ich glaube, stundenlang drüber diskutieren. Genau. Gut. Jetzt haben wir ja schon viel über Zertifizierungen und auch nachhaltige Materialien gehört und gesprochen. Und logischerweise, wenn man sich Kleidung kauft, dann kommt man zwangsläufig irgendwann auch zu dem Punkt, mal wieder seinen Kleiderschrank ausmisten zu müssen, weil es sich irgendwann so anhäuft, dass er platzt. Ich glaube, das kennt jeder mal von uns. Auf jeden Fall. Und und gerade im Bereich der Babybekleidung benötigt man viel Kleidung in sehr kurzer Zeit, weil wie man weiß, die kleinen Racker, die wachsen einfach wahnsinnig schnell. Und hier ist halt oft die Herausforderung auch für Eltern herauszufinden, was mache ich dann mit der zu klein gewordenen Kleidung oder der nicht mehr gebrauchten Kleidung. Und für viele ist die erste Anlaufstelle immer die Altkleidersammlung oder auch das Spenden von Kleidung. Und hier existiert auch der weit verbreitete Mythos, dass das Spenden etwas ist, mit dem man etwas Gutes und etwas Nachhaltiges macht. Und automatisch fühlt man sich dann irgendwie auch gleich gut, weil man etwas Soziales getan hat. Und Lisa, also es würde uns deine Meinung dazu interessieren. Findest du, dass Kleidungsspenden die beste Lösung ist oder hast du hier noch andere Inputs für unsere Zuhörerinnen?
Ich würde sagen, es war lange die beste Lösung, weil es keine anderen Alternativen gegeben hat zum Wegschmeißen. Aber es ist mittlerweile nicht mehr die beste Lösung, es ist eine Lösung. Es ist erwiesen, da muss man nur mit den Geschäftsführern von Humana zum Beispiel sprechen oder von anderen Caritas, sonstigen Kleidersammelstellen, dass die in Bergen untergehen und das Zeug wandert nach Afrika in Bergen und dort landet es irgendwo und dann sollte es dort irgendwo verwertet werden und eigentlich haben die Menschen Knurrkleidung auch da unten und es passiert nicht oft, dass dann... das halt dann da unten verbrannt wird. Also Kleiderspende ist ein Ausweg, besser als wegschmeißen, aber es gibt gewisse Organisationen, die machen es besser und gewisse Organisationen, die machen es nicht so gut. Und das ist auch, hat alles zwei Seiten. Ja. Wesentlich, wesentlich besser als Spenden ist mittlerweile sind andere Kaufalternativen beziehungsweise lebens- oder überlebensfähige Ansätze, zum Beispiel Tauschen beziehungsweise Secondhand beziehungsweise Pimp-Me-Up-Aktionen. Ja. Vielleicht ganz kurz, was heißt Pimp-Me-Up? Es gibt mittlerweile im Internet unglaublich viele Websites, wo einfach kreative Menschen zeigen, was man mit Kleidungsstücken, wenn sie einem nicht mehr gefallen, wenn sie einem nicht mehr passen, wie man die verändern kann, sodass sie wieder cool sind. Ja? Ob das vom Schneiden ist, oder vom Färben ist, vom Knüpfen ist, vom Knoten ist, vom Zerreißen ist, es gibt echt coole Anleitungen dazu. Ja? Also Pimp Me Up ist einfach ein Begriff, den man findet im Internet. Tauschen, ich mache das selber im Freundeskreis, es ist urcool, es kann total lässig sein. Ja, wir treffen uns, Freundinnen, 6, 7 Freundinnen treffen sich am Abend, wir machen uns einen coolen Abend, jeder nimmt was mit, was er nicht mehr tragen will oder nicht mehr tragen kann und wir hauen das alles zusammen und jeder nimmt sich wieder was und wir tauschen und jeder geht im Grunde für sich mit neuen Kleidungsstücken raus, obwohl sie eigentlich im Kreislauf bleiben. Ja, also das kann echt witzig sein und lustig sein. Und die andere Variante ist einfach in Secondhand-Kreisläufe zu bringen. Es gibt genug Tauschbörsen, es gibt genug Secondhand-Geschäfte mittlerweile, sowohl online als auch Stores. Babam zum Beispiel in Wien ist ein super cooler Store, wo ich tauschen kann, beziehungsweise Secondhand-Kleidung bekomme. Und es sind einfach auch coole Styles dabei, die wesentlich weniger kosten und die einfach stattdessen halt eben nicht weggeschmissen werden und eine neue Trägerin oder einen neuen Träger finden. Also es gibt mehrere Alternativen mittlerweile. Es muss nicht alles weggeschmissen oder gespendet werden. Ne? Ja. Ja, das sollten wir auf jeden Fall mal probieren mit diesem Abend. Ja, auf jeden Fall. Das machen wir eine Tauschparty. Jeder geht raus. Für sich, für mich ist das ein neues Kleidungsstück und für jemand anderen, der ist froh, dass es los hat und wir hauen nichts weg. Gell? Also ja, das ist echt absolut, cool. Ja. Das ist eine coole Idee. Ja, jetzt haben wir schon viel darüber gehört und wir haben jetzt auch viel darüber geredet, was man so mit der Kleidung machen kann. Und da haben wir auch einen Punkt, den wir in unser Geschäftsmodell einbauen wollen, denn wir wollen unseren zukünftigen Kunden, Kundinnen das Leben erleichtern und eben die Möglichkeit bieten, dass sie die bei uns gekaufte Kleidung zu uns zurückschicken können, damit sich nicht Massen an Kleidung ansammeln. Gerade in der Babymode kauft man mal einen Body, kann ihn dann aber vielleicht oder vergisst darauf und dann gerade bei unseren Produkten kannst du vielleicht dran denken, ja hey, den könnte ich ja eigentlich noch zurückschicken. Und wenn die Produkte aber viel getragen werden, dann bereiten wir sie auf oder wenn sie zu übertragen sind, dass sie zum Beispiel Löcher haben oder sowas, dann wollen wir sie upcyclen und zu kleinen anderen Produkten verwerten. Ja, cool. Und dadurch, genau, und deswegen wollen wir ihnen einen längeren Lebenslauf bieten und damit halt weniger Kleidung in Umlauf gelangt und eben einfach auch weniger Kleidung produziert wird, weil wir haben, im Endeffekt haben wir alle eigentlich, glaube ich, zu behaupten, genug Kleidung. und damit wollen wir eben auch den Eltern die Dinge ein bisschen leichter machen und damit sie sich auch dann wieder auf die wichtigen Sachen konzentrieren können. Ja, liebe Lisa, wie du weißt, sind wir ja eine Gründergruppe und wir sind eigentlich noch komplette Neulinge in dem Gebiet und wir wollen dich jetzt noch fragen, ob du irgendwelche die wichtigsten Learnings, die du hattest bei deiner Gründung, bei deinem Modelabel. Also ein paar Tipps, Tricks oder einfach generell ein paar Sachen, die du uns mitgeben möchtest. Puh, Das Allerwichtigste finde ich in der Modebranche, ich meine, die Modebranche ist eine, ich muss es leider sagen, aus der eigenen Erfahrung heraus,
Eine extrem harte Branche und diese Glitzer-Glamour-Welt, die die Modebranche vermittelt, dahinter stecken grauenhafteste Arbeitsbedingungen, grauenhafteste ökologische Gegebenheiten. Ja. Und das, wenn man hier versucht, anders zu sein und hier versucht, sozial und ökologisch fair zu arbeiten, kämpft man. Das ist ein großer Kampf und man muss da sehr, sehr hartnäckig sein und sehr, sehr überzeugt von seiner eigenen Idee und sich nicht unterkriegen lassen. Und das ist das, was ich euch mitgeben möchte, was ich euch wünsche, dass ihr euch nicht unterkriegen lasst, dass ihr hartnäckig seid, dass ihr überzeugt seid von eurer Sache und sagt, wir machen coole Sachen und unsere Idee ist total lässig und euch nicht abbringen lasst davon. Ja? Es ist ein hartes Business. Es ist ein total oberflächliches Business in Wahrheit. Näher kann ich das und will ich das gar nicht ausführen. Aber es ist eine Branche, die der Einzug der Nachhaltigkeit in dieser Branche ist noch recht jung. Die Lebensmittel, die Kosmetik haben uns da Dutzende Jahre voraus. Die Modebranche ist relativ jung, da ist noch viel zu tun. Also ihr habt in der Branche einen großen, großen Schöpfungsgrad, mit dem ihr arbeiten könnt. Und insofern ist da wirklich viel Feld und viel Potenzial da. Insofern wünsche ich euch viel, viel Kraft, nicht abbringen lassen und einfach rein und verändern. Ja, weil es ist schon auch lernend, eine Branche zu verändern. Ja, definitiv, ja. Ja, danke schön für deine sehr ehrlichen Tipps. Gott sei Dank sind wir hoch motiviert, haben uns alles gut notiert und wir hoffen natürlich, dass wir mit deinen Tipps auch unserem Erfolg jetzt nichts mehr im Wege steht. Ja, und dann wären wir tatsächlich auch schon wieder am Ende unserer Fragen angelangt. Gibt es noch etwas, Lisa, das du unseren Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Ja, bleibt herzlich, emotional und ehrlich und hört auf eure innere Stimme. Das ist wirklich das, was auch ich mitgezogen habe aus meinen 15 Jahren Branchenerfahrung. Die innere Stimme sagt einem meistens, was wirklich richtig ist. Ganz viele Plapperstimmen rundherum sagen, wie man tun soll und wie man tun sollte, aber die innere Stimme sagt uns, was richtig ist. Und wenn wir dieser inneren Stimme hören, dann sind wir authentisch und dann sind wir richtig und dann wird auch die Sache gut. Und das ist das, was ich euch gern mitgeben möchte und das hoffe ich für euch und wünsche ich euch. Dankeschön, das nenne ich mal echt schöne Abschlussworte. Liebe Lisa, vielen Dank an dich, dass du bei unserer heutigen Podcast-Folge dabei warst und uns so viele Einblicke in die nachhaltige Modewelt verschaffen konntest. Und liebe Zuhörerinnen, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und auch ihr konntet einiges zu diesem Thema mitnehmen. Um uns auf unserer weiteren Reise zu dem Planeten Mein Kleines zu begleiten, folgt uns gerne auf unserem Instagram-Kanal. Das Profil findet ihr dann in der Beschreibung verlinkt. Und wir freuen uns auf viele neue Begleiter auf unserer Reise und denkt dran, dass jeder Einzelne von uns einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt schaffen kann. Tschüss und bis bald. Tschüss, Baba. Tschüss.